Mit der Blütezeit der Hanse wuchs ihre Bedeutung und ihr Wohlstand. Häuser und Tore sind Zeugen dieser stolzen Vergangenheit. Sie zeigen heute wie immer den urdeutschen Charakter dieser Stadt. Regelmäßig, Herr Kommandant, damit ich geistig gesund bin. Diese alte deutsche Stadt wurde durch das Diktat von Versailles vom Mutterlande gerissen und zu einem sogenannten Freistaat unter der Kontrolle des Völkerbundes gemacht. Diesem Freistaat wurden zugunsten der Polen zahlreiche Verpflichtungen aufgezwungen. So erhielten die Polen innerhalb der grünen Linie Staat, wurden zugunsten der Polen zahlreiche Verpflichtungen aufgezwungen. So erhielten die Polen innerhalb der grünen Linie. Flüchten sie vor dem polnischen Terror in den Schutz des Reiches. Zu Hunderten und Tausenden finden sich elende, abgehetzte und zerschlagene Menschen in den deutschen Sammellagern ein. Et nous avons vu naître en nous, insensiblement, l'amour. Möchten Sie mal den Eintopf probieren, Herr Kaloin? Nein, Herr Kaloin. Et tous nos rires clairs, où êtes-vous? Nul ne savait que nos lèvres étaient faites pour murmurer, mon chéri, et nous aurions bien ri. Erwarte Ihre Befehle, Herr Kaloin. Wird gemacht. Die Wetterlage verbessert sich. J'étais avec vous comme une sœur. Nous faisions de nous, nous avons dit des mots tendres et fous, et nous avons vu naître en nous insensiblement. Ausgangspunkt des nächsten Krieges werden. Trotzdem bietet der Führer noch einmal eine friedliche Regelung des Konfliktes an. Als Polen auch dieses Angebot zurückweist, erklärt daraufhin der Führer am 1. September 1939, dass von jetzt an Gewalt gegen Gewalt gesetzt werde. Im Zeichen schwerster polnischer Bedrohung erklärt Danzig am 1. September 1939 seine Heimkehr ins Reich. Noch haben sich bewaffnete polnische Banden im Postgebäude verschanzt. Sie bedrohen von hier aus den Frieden der Stadt. Männer der Danzig-Hart verlässt seinen Amtssitz. Zum ersten Male... Thank you.